Einen wunderschönen guten Tag. Es geht in den Westen und wir holen jetzt das Mietauto ab. Ich bin sehr gespannt, ob die Pläne in die Tat umgesetzt werden können. Oh ja. Yeah. So, das ist schon mal nicht erfolgreich gewesen. Wir müssen nämlich woanders hin. Die sind umgezogen vor 3 Wochen. Ja. Und jetzt siehst du, du bekommst eine E-Mail. Die habe ich nicht bekommen. Wie gesagt, geil. Ich habe es gerade nochmal bewiesen, ich habe die nicht bekommen. Naja, dann noch ein bisschen Meter machen. No? Pass. Ja, eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Ich würde gerne in deinen haarigen Hintern gehen. Und du weißt, dass wir voraussichtlich dann so gegen 21 Uhr drüben sind. Ja, weil du einfach nicht fährst. So, hier sind wir richtig. Gewinnerfrühstück ist eingekauft und der Schlüssel ist nun auch in unserem Besitz. Exit. Hallo? Hallo? Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Also den hier habe ich eigentlich reservieren wollen. Den hat sich aber jemand anders geschnappt, was mich sehr, sehr ärgert. Schöner 7er. Der hier ist es jetzt geworden für uns. Ein X5. Ja, der Not frisst der Teufel Ziegen. Aber sieht doch, ja doch, sieht doch ganz nett aus, oder? Kann man sich mal drauf einlassen. Alter. Also das sieht auf jeden Fall durchaus stabil aus. Das Gerät ist auch ziemlich neu und hat 15 Kilometer runter. Oh ja, also ach, das duftet noch so fein. Geil. Oh ja. Mann, es funktioniert das. Scheiße. Tricks Android Auto Wichse. Junge, die saß. Ist das Auto etwa groß? Nein. Kommst du da rauf? Naja, wenn du in 4 Zügen hier rausfährst. Ich fahre in 20 Zügen hier raus, bis es weitergeht. Aber es ist schon. Es ist auf jeden Fall wild. Aber wäre der 7 hier nicht noch länger gewesen? Wäre wahrscheinlich länger gewesen, ja. Oh, das fängt schon mal sehr wieder an. SUV. Urlaub in SUV. Das muss dann dringend laufen, sobald wir auf der Autobahn sind. Ja, erstmal muss ich hinkriegen, dass es sich verbindet. 1240 Kilometer Reichweite, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Ja, mal schauen, was wir daraus machen. Wir sacken jetzt noch mein Zeug ein und dann holen wir noch den Schlüsseldienst ab und dann geht's endlich los. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht überhaupt. Das steht nämlich noch nicht so ganz fest. Im Gegensatz zu meinem... Hinz? In der Tat, der ist steif. Was riecht so geil, Alter? Neuwagengeruch. Schade, dass der MEF-Fahrer nicht dabei ist. MEF-Fahrer? Warum wird denn der immer nie mitgenommen? Das ist ein Neuwagen, bitte. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Route hier. Grüße gehen raus an den Schlüsseldienst. Aber ich wäre auch gereizt, wenn sie mir nicht schmecken würde. Können wir bitte erstmal auf einer Autobahn, bevor ich irgendwas aufmache? Ich muss erstmal das Auto entjungfern, Moment. Jetzt. Naja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dann doch noch ein SUV zu nehmen. Der Mann hat einen Unterschlupf, das ist unfassbar. Na moin, wie geht's? War mein Mitarbeiter auch wenigstens nett zu dir, wo es das Auto gegeben hat? In der Tat. Sorry, ich hatte leider keinen 7er mehr. Würde sich wirklich schämen, bitte. Es tut mir leid, Alter. Alter! Hey, kannst du bitte mal den Mann ans Fenster lassen? Ja, komm mal her. Wunderschön. Wie geht's, Bruder? Doch, gut. Immer doch. Schmeckt's dir nicht? Hör mal auf. Heute nicht. Heute nicht? Au. Oh, bitte! 2 Schweine. Oh, Junge, ein Schwein. Was hast du jetzt hier? Ja. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Schlüsseldienst ja ganz schön abgenommen. Ich
Das geht doch. Bin nicht kaputt, Mann. Hast du dich vorhin in den Vollkasko genommen oder muss ich den noch nachträglich reinmachen? Ich habe alles, was man machen kann, gemacht. Kam der Rabatt wenigstens gut an, ja? Nö, ja. Eink. Ja, sorry, ich liebe nicht. So, es ist mittlerweile 2:30. Geht's heute eigentlich nochmal los? Ich kann einfach hinfahren. Ich fahr einfach los. Ihr müsst doch. Oh, ihr habt's geschafft? Nee. Nee, das ist ein ganz normaler Beruf. Ich hab nur keinen. Das ist so dämlich. Maps muss ich, also ich muss weiterhin normal das Navigation. Nee, ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Dass du nicht säufst. Nee, das ist dem Mann. Ich würd wirklich einfach erstmal gern auf die Autobahn. Aber nein, wir müssen ja jetzt noch jemand nach Hause fahren. Oder sonst. Nimm die doch nie einfach. Warum nimmt die den überhaupt mit? Du darfst nicht mal Ja sagen bei diesem Knalli, du musst ja in die Schließe. Ich liebe den Map-Fahrer. Bist so eklig, der hat alles vollgestunken gestern mit dir, ne? Der hat richtig gemuchtet. Flups. So, jetzt geht's offiziell endlich los. Nach Warschau. Ungefähr, ist ungefähr die gleiche Richtung. So, jetzt geht's offiziell nach Düsseldorf. Hm. Wann sind wir da? Zeitnah. 20:32. Jetzt schmeckt die mir nicht. Schmeckt sie mir oder so? Selbst nicht. Warum fährst du nie? Wir sind immer noch nicht da. Ja, so werden wir nie ankommen. Der Mann möchte einfach nicht in NRW ankommen. Was er absolut nicht nachvollziehbar ist. Ja, endlich geht's hier mal los. Naja, damit kann man dann langsam aber sicher mal arbeiten hier. Also, wenn du auf Sport stehst, dann ist die Lenkung noch besser. Ja, wohl. So, Pinkel- und Essenspause. Hier gibt es einfach Norma an der Autobahnraststelle. Das ist der verdammte Lifestyle. Es ist einfach schön, nicht überteuert einkaufen zu müssen. Oh. Alter, Melones. Hol Solana. Ich bin gerade reich, kommt in meine Gruppe. Die denn keine Krypto-Scams? Swipe ab und komm in die Gruppe. Alter, was? Hallo und oh. Mmh. Henry. Wichtige Grundnahrungsmittel. Er lässt es ja wirklich einfach stehen. 68. Alter, einfach die Eichel abgebissen. Ne? Ah, die Eichel rollt. Der Walli zum Beispiel isst die Enden von der Wurst, weil er denkt sich aus wie Arschlöcher auf dem Kleine. Deswegen, es ist ja am liebsten. Rein in Scheiß. Aber ist da ein Aufdruck auf der Wurst? Ja. Was? Das ist gruselig. Alter. So eine heutige Scheiße frisst der Reste, aber. Aber Schwanz verschmähter. Ja. Wie das einfach verschwindet in diesem geübten, unendlichen Hals. Nee. Wir sind Obdachlose. Das ist einfach nur geil. Den geriebenen bitte. Oh ja. Essen fassen. Das ist das am seltsamsten schmeckende Sandwich, das ich je gegessen habe. Aber diese Soße ist keine Chipotle, die schmeckt einfach nur irgendwie nach Pfeffer. Wie, das ist nicht Subway? Das ist nicht Subway, das ist Sub24. Ach. Das ist die Wish-Version. Ach, lul. Das ist ja wirklich nicht Subway. Das ist nicht Subway. Ich dachte schon, na, dann erklärt es einiges. Sub24? Nee. Die Wish-Version. Das macht mich so wütend. 24 Euro, Alter. Extremer Hass. Ja. Das Lifestyle. Ja. Was soll denn das jetzt? Das sieht zwar wirklich 1:1 aus wie ein Subway-Sandwich, aber nichts daran schmeckt so. Das schmeckt halt wirklich räudig. Ich verstehe das nicht. Das ist so überteuert. Wie ist das Sub24? Sub24. Richtig ekelhafte Scheiße 24. Also Real Talk meiden. Wirklich Distanz. Ich verstehe das nicht. Das sieht halt 1:1 aus wie bei einem Subway. Weil die Soße schmeckt am allerschlimmsten, aber alles schmeckt irgendwie komisch. Ich verstehe das gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das ist doch 1:1 Subway nachgemacht. Das macht mich richtig fertig, Alter. Ja, lass nur die Finger von.
Endlich säuft der Mann mal was. Junge, Junge. Oh nee. Oh nee. Ich habe ja All Inclusive bestellt. Mit inklusive Verschmutzung aller Art. Die schmeckt's gar nicht, oder? Nee. Schmeckt's überhaupt nicht. Nee. Ich habe ja gerade in diese Dose leer getrunken. Du wirkst aber ziemlich ruhig. Sind wir eigentlich irgendwann mal da, oder? 21 Uhr, wir sind endlich in Düsseldorf und es geht natürlich direkt ins Abacus auf Nacken der Insta-Story Speisen. Oh yeah! Alter. Junge, diese Fahrt hat uns alle krank gemacht, Alter. 600 Kilometer später. Aber es war komfortabel. Wir haben fast, Hause. Wir haben fast den kompletten Tank leer gefahren. Guck mal, hier oben diese rote Stelle. An beiden Seiten. Ihr Ekelhaften. Entschuldigung, Schnitt. Es ist immer wieder schön. Oh ja, Sergeant ist nichts. Das ist zum Glück nicht der Fall, denn es gibt Feinstes. Also, wir haben einen Zettel hier, wie ist das, ein Ticket erworben bis 21.37 und 22.29 ist es. Nice, also das Glück ist auf unserer Seite. Ja, wirklich, dass es auch so spät noch arbeitet. Wie bitte, wie hast du die guten Menschen vom Ordnungsamt genannt? Ach so, Polizeibehörde. Ja, die sind ja immer am Start. Schickt mir LEDs und Energies. Also wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen im Medienhafen und diese Taube ist äußerst zerzaust. Geliebter Bruder, kann man Ihnen was Gutes tun? Na, dann lasse ich die mal lieber in Ruhe. Junge, dieser Parkplatz, einfach 24 Ecken die Nacht hier, das macht mich sehr wütend. Ich finger die komplett hin. Was? Ja, also wir schlafen hier irgendwo. Könnt ihr Wireless zahlen? Was für ein Ding? Wireless zahlen? Ah, ja, so dich. Ich hab's noch nicht. Das macht mich alles sehr, sehr wütend hier. Du? Die habe ich nicht. Also, das Hotel sieht auf jeden Fall aus wie ein Puff und das ist ein gutes Zeichen. Nein. So, wir haben wirklich das 1001, ja. Das heißt, heute haben wir noch Männerbums. Okay, oder auch nicht? Die funktioniert schon mal nicht, die Karte, das ist ein sehr gutes Zeichen. Boah, ich glaube, das ist einfach eine Psychose. Die ist es auch nie. Ja, wer mag es? Und jetzt gucken wir mal, ob die geht. Nö. Nee. Naja, dann. Kommen wir nicht rein, oder was? Nö, nee, die gehen alle drei nicht. Perfekt. Sicher, dass wir die 1001 haben und nicht die... Ne, der 1010. Der Mann hat 1001 geschrieben. Aber ich kann doch mal die 1010 probieren. Ne, das, bitte, das schlaft da, Leute. Nee, also auf diesem Zettel steht auf jeden Fall 10.01. Ich bin doch nie verblödet. Also ich bin bestimmt schon verblödet, aber noch nie so schlimm. 10.10. Nee. Also so, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Na endlich. Meine Güte. Meine Güte. Oh, das ist hier kühl. So, das Schlafsofa, das soll noch vorbereitet werden. Da kriegen wir noch Bettwäsche, sieht aber auf jeden Fall angenehm aus. Oh, schön modern. Auf jeden Fall ist der Kühlschrank bzw. der Inhalt kostenfrei und inkludiert. Das bedeutet, ich werde mir jetzt erstmal dieses Gräbensteine hier einverleiben. Alles andere ist mir relativ egal im Moment. Aber das sieht ruhig, das sieht ordentlich aus. Ja. Mashallah. Also das sieht, das ist ruhig, das ist legitim. Noch eine Glatze? Die bleibt übrigens hier, die Marshallbox. Sicher? Ja, die bleibt hier. Na, Ausblick gucken wir uns den nochmal an. In der Tat. Prost, Mahlzeit.
Oh ja. Oh, geil. Der nächste Saft wird geäxt, das macht mich einfach nur glücklich. Ah, wow. Alter, ich bin alles gierig einverleibt in den Bras. Also bitte mal diese Brühe öffnen. Alter. Vielen. Jetzt kriegt meine Hand nach Bier, so eine Scheiße. Oh nein, der Pfandsammler beschwert sich, dass seine Hand nach Bier ist. Ich piste dich wirklich. Das merke ich mir bis später. Der Feind! So, jetzt, Junge, ich habe ja noch ein Problem, Alter. Ich habe mir das Hotel wirklich nur wegen der Minibar ausgesucht, die kosten. Da habe ich auch so. Das ist schon schön hier auf jeden Fall im Haferig. Richtig, Haferiger Rixen. Oh ja. Drüben ist Polizei. Polizeirig. Oh nein. Zollfahndung noch Rixen. Der Westen. Das ist ein schöner Teil des Westens. Also ich finde Düsseldorf ist in NRW echt der schönste Fleck. Mit Abstand. Granatäpfel, schwarze Johannisbeere. Es muss viel mehr Industriezucker in den Kreislauf. Und wir sind jetzt hier langsam in der Innenstadt. Oh ja. Clementine für sich. Oh geil, was fährst du? Fährst mir da rein. Fürs. Geht denn heute noch? Nichts, wir treffen und machen jetzt ein Geheimtreffen. Der Mann, der antwortet Mann. Nicht. Der Mossad hat ihn. Knack, knack. Knack, knack. Junge, diese Gänserix. Junge, hier riecht sehr stark nach Urin in diesem Park. Alter. Na hier haben wir ihn ja. Da ist er wieder. Da ist er. Überall. Das war doch ein Omen, den heute wieder zu sehen hier. Da ist er. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ja, Maniac! Oh ja. Yeah. Nie wieder arbeiten. Oh, naja, fast. Oh ja. Ich bin arbeitslos und muss dank dieser Freispiele nie wieder arbeiten. Jeder in diesem Raum weiß, dass ich verdammt nochmal recht habe. Ne, siehst du, sag ich doch. Oh, jetzt Bruder, jetzt scheppert's mies. Währenddessen sieht so ein Mann aus, der schon alles drin hat und einfach kein Geld mehr verdienen muss. So, wir werden gerade Samples begutachtet, die aber noch nicht so final sind. Deswegen gibt es ja Prototypen. Und ich habe mich jetzt hier mit dem guten Herr Abu, mit dem ehrenwerten Kong nochmal vereinigt. Es ist schön, dich wiederzusehen, geliebter Onkel. Wie geht's dir? Ja, ich freue mich, hier zu sein. Samples mitgebracht, dafür hat der Mann eine Menge Geld bezahlt, aber es hat sich definitiv gelohnt, weil das Logo ist zu klein. Wir müssen uns übrigens hier beeilen, die sind uns auf der Spur. Ja, Typ ist halt Redpilled worden hier durch sowas. Recover. Jetzt wird hier erstmal massiv indoktriniert, so muss es sein. Oh ja, das ist das Beste immer. Geil. Also, zum Abendessen gibt es nochmal schön. Nee, ich esse kein Döner. Nein, ich esse nur deutsches Essen. Das ist doch deutsches Essen. Das ist schön rau. Ja, gut, stimmt. Ist ja deutsch. Feinstes Hack! Ja, wir wollten eigentlich laufen, aber das Hartschen ist zu faul. Ja, ich bin ja zu faul. Du hast dir das Taxi schreiend genommen. Der Mann hinter mir. Film und Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst möchte nicht laufen. Weil es ja regnet. Weil es regnet. Was ist denn dein Lieblingssnack? Affenkot. Dann schick bitte mehr Affenkot. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mountain Dew.
Oh, schick bitte mir mal ein Video. Der Mann muss wachsen. Und gedeihen. Mm. Und expandieren. Mandio ist sehr lecker. Na, endlich zu Hause. Das sieht auf jeden Fall frisch aus, ja? Hm? So, ich freue mich hier. Ich mein neues Apartment. Ist keiner mehr da, Alter. Ist zum Geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Sauna morgen nochmal aufstehen. Jetzt wird erstmal geduscht. Nee, jetzt ist zu. Was? Ui, falls da verrixen. 2016, die sind bestimmt schon abgekratzt. Na dann, sag schon. Aber hoch in die Views, keiner und sparen oder was? Geht doch nicht mehr offen. Na klar, was? Boing, boing. Und ein paar letzte Worte für diesen Vlog? Alter, im Fahrstuhl eingekriegt. Schick mehr, Mandio. Du ohne Ehre, Alter.